Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich wieder zu dem spannenden Münchner Medizintalk. Ja, Sie wissen wahrscheinlich, derzeit geht die Grippewelle um, auch in Bayern. Allein in Bayern 40.000 Mal die Diagnose Grippe festgestellt von Ärzten. Insgesamt kamen wegen grippeähnlicher Symptome 500.000 Patienten zu Ärzten. Heute mit der, kann man schon sagen, bekannten Ärztin Dr. Barbara Richards. Sie sind Internistin, Sie sind Kardiologin und Sie machen eine ganz berühmte Kolumne, das kann man ruhig sagen, Dankeschön. Die immer mehr Zuspruch findet, die immer emotionaler wird, denn Medizin ist etwas Emotionales. Und natürlich mit Dr. Martin Marjanovic. Sie haben gerade ein sehr tolles Buch rausgebracht und Sie sind ja jetzt auch betroffen, teilen. Sie haben auch ein bisschen Grippe-Symptome. Ja, ich bin auch gern dazugekommen, weil ich also genau die Fehler gemacht habe, die man eigentlich nicht machen sollte. Und jetzt eigentlich seit Wochen rumdokter und nicht wieder richtig auf die Beine komme. Mhm. Auch wenn ich mich zwinge, also funktioniert irgendwie nicht. Mhm. Hätte ich anders machen müssen. Frau Dr. Richards, wie entsteht denn Grippe? Man muss immer unterscheiden, haben wir jetzt eine bakterielle Infektion, also ein bisschen erkältet, ein bisschen Schnupfen, oder es kommt das Fieber dazu. Sagen Sie doch da mal ein bisschen was. Ja, wie entsteht die Grippe? Also das, was Sie ansprechen, ist natürlich der Unterschied zwischen Grippe und grippalem Infekt. Der grippale Infekt, das ist eine kleine Erkältungskrankheit, die in der Regel nach 5 bis 7 Tagen auch wieder abklingt. Die Grippe ist wirklich eine schwerwiegende Erkrankung. Die Grippe fängt plötzlich mit einem schweren Krankheitsgefühl an, meistens mit hohem Fieber, mit Gliederschmerzen. Man fühlt sich müde und abgeschlagen. Und wie entsteht die Grippe? Die Grippe ist eben ein viraler Infekt, der entsteht durch eine Virusinfektion. Und die Viren sind überall um uns herum letztendlich. Und gerade jetzt im Winter oder im Frühling, wo wir in engen Räumen zusammen sind, ist natürlich auch immer das Problem gegeben, dass man sich mit den Grippeviren ansteckt. Der Herr Dr. Marjanovic ist sozusagen die Risikoperson, also Risikoperson in dem Sinne, weil er viel Menschenkontakt hat, weil er einfach viel mit Menschen zusammenkommt, die möglicherweise auch infiziert sind und einen dann eben auch anstecken können. Das heißt natürlich auch, Sie haben ein großes medizinisches Zentrum. Das heißt, Sie geben viel die Hände, Sie müssen Leute untersuchen, das heißt auch viel Hände waschen. Ja, ja, natürlich viel Hände waschen, und ich habe natürlich einen Fehler gemacht. Ich hätte mich wahrscheinlich doch impfen lassen sollen. Aber ich habe immer gemeint, meine Abwehr ist so stark, dass ich also mich jeder anniesen kann und ich jedem die Hand geben kann und ich werde mich nicht infizieren. Das war falsch und wahrscheinlich werde ich das nächsten Winter anders machen, als ich es diesen Winter gemacht habe. Und jetzt kriegen Sie dann bei Frau Dr. Richards gleich einen Termin. Ich war schon bei ihr, weil dadurch, dass das bei mir nicht wirklich abklingt, beginne ich mir jetzt wirklich Sorgen zu machen. Und ich bin ja jemand, der normalerweise auch viel Sport oder Fitness macht. Und ganz ehrlich, wenn ich heute wahrscheinlich auf den Crosstrainer gehen würde, würde ich keine 5 Minuten durchhalten. Und normalerweise mache ich das 1,5 Stunden. Also irgendwo schleppe ich noch was mit und mache mir meine Gedanken. Nun gibt es natürlich, haben wir ja mal gesehen bei unserem Ministerpräsident Seehofer, dass man eine verschleppte Grippe hat, die Richtung Herzkranzgefäße marschiert. Sagen Sie doch da mal ein bisschen was. Ja, das ist natürlich quasi der Gau der Grippe. Sie sprechen das an. Das war eine Herzmuskelentzündung, die er damals hatte, was eine häufig oder zum Grund einer verschleppten Grippe sein kann. Und zwar ist es so, dass bei der Grippe die Immunabwehrlage des Körpers sinkt und durch die Abwehr geschwächte Lage des Körpers kann es sein, dass die Viren sich, wenn man das so runterbrechen darf, auf das Herz legen und das Herz entzünden. Und die Herzmuskelentzündung ist nach wie vor eine der schwerwiegendsten kardiologischen Erkrankungen, weil einmal das Herz sich vergrößern kann, so wie es damals bei dem Herrn Seehofer eben auch gewesen ist. Das Herz kann sich vergrößern, die Pumpfunktion kann eingeschränkt sein und infolgedessen kann es zu schweren, gravierenden Herzrhythmusstörungen kommen, und das ist eine ganz große Gefahr. Die Herzmuskelentzündung ist nach wie vor eine lebensbedrohliche Erkrankung. Das Problem ist, wir haben in der Medizin keine kausale Therapie, sondern nur eine sogenannte symptomatische Therapie. Was bedeutet Bettruhe, absolute körperliche Schonung. Hier kommt also so das Thema, die Selbstheilungskräfte des Herzens aktivieren, ins Bett legen, körperliche Schonung und dann eben Verschlechterungen vermeiden, eben durch eine entsprechende medikamentöse Therapie. Aber Ruhe ist ganz angesagt.
Und hier zu meinem Kollegen ganz wichtig, auch gerade wenn man noch das Krankheitsgefühl in sich trägt, das heißt also, wenn die Grippe noch nicht richtig ausgeheilt ist, ist es ganz wichtig, sich eben nicht auf den Crosstrainer zu stellen und zu sagen, jetzt gucke ich mal, was ich schon wieder kann, sondern dass man hier also wirklich sagt, dem Körper Ruhe gönnen, damit die Selbstheilungskräfte des Herzens aktiviert werden, damit eben auch der Körper quasi die Viren eliminieren kann. Und das ist häufig das Problem. Wir sehen das auch bei jungen Sportlern, die umfallen, plötzlicher Herztod. Das sind eben, das ist kein Herzinfarkt, den die bekommen, sondern das ist der plötzliche Herztod auf dem Boden einer verschleppten Virusgrippe im Sinne von bösartigen Rhythmusstörungen, die dann auftreten. Wie wichtig, Frau Dr. Richards, Sie sind Privatdozentin, Ihr spezielles Gebiet ist das Herz. Wie wichtig ist das Herz für das Immunsystem? Ja, das ist ganz wichtig, das Herz für das Immunsystem. Also insbesondere, man kann nicht sagen, das Herz ist wichtig für das Immunsystem oder das Immunsystem fürs Herz. Also es ist quasi beides, beeinflusst beides. Wenn das Herz gesund ist, also sprich keine Rhythmusstörungen vorliegen, kein hoher Blutdruck vorliegen, dann wirkt sich das positiv auf das Immunsystem aus. Anders ausgedrückt, wenn das Immunsystem geschwächt ist, dann kann es also zu spezifischen Problemen am Herzen kommen. Hier natürlich ganz speziell die Herzmuskelentzündung auf dem Boden einer Virusgrippe. Wobei ich auch gehört habe, dass es ja dann auch zu autoimmunen Reaktionen kommen kann des Körpers auf die eigenen Herzmuskeln. Ja, schon. Durch die Viren. Das ist richtig, das ist allerdings selten. So eine quasi Abwehr des Körpers gegen den eigenen Körper kann durch Viren, das heißt so schön, getriggert werden, ist aber häufig nicht der Mechanismus, der eben dieser sogenannten verschleppten Virusgruppe zugrunde liegt. Das kann sein. Also im Prinzip diese Myokarditis, wie es heißt, also Virusentzündung des Herzens und die schwere Lungenentzündung, das ist im Prinzip, wenn Sie so wollen, der medizinische GAU der Grippe. Im Grunde macht Dr. Marjanovic momentan ja das Verkehrte. Normal müsste er jetzt ins Bett gehen, aber er ist blutjung. Ich gebe ganz ehrlich zu, und das will bei mir was heißen, dass ich mir das vorher auch überlegt habe, ob ich nicht wirklich nach der Sprechstunde ins Bett gehe, weil irgendwie brauche ich es, und jetzt freue ich mich aufs Wochenende und habe mir jetzt wirklich vorgenommen, ab morgen Mittag mache ich jetzt 3 Tage, lege ich mich ins Bett, gebe mir Ruhe und heile das Ganze aus. Ich habe also viel zu lange, wie man so schön sagt, rumgewurschtelt. Nun ist es so, diese Grippewelle, die ist also schon sehr massiv jetzt derzeit, die durch Deutschland zieht. Wie kann man sich denn vor dieser Ansteckung, es ist ja eine Ansteckung, ja, also jemand niest oder jemand, also zum Beispiel, ich sage immer, das Beste mit Ansteckung, also wo man wirklich sich anstecken kann, ist ja bei uns in München die Löwen mit der Schnauze, wo man vorbeigeht, ja, wo jeder dann mal so sich hintatscht und dann sich was wünscht. Ja. Aber ich denke mir, so viele Menschen gehen da drauf. Wie kann man sich da schützen? Ja, das ist genau der Punkt. Es sind eben die sogenannten Schmierinfektionen, die Sie ansprechen. Der Löwe, die Türklinken, Keyboard und alles, da sind Viren drauf, die man dann an den Händen hat. Aber diese Viren, die man an den Händen trägt, die müssen ja dann noch irgendwie in den Körper hineinkommen. Wenn man sich an den Mund fasst. Und genau so geht es. Man wischt sich durchs Gesicht. Da sind die Schleimhäute in der Nase, die Schleimhäute im Mund. Und so kommt das Virus quasi in einen hinein. Also die beste Prävention, Hände waschen. Oder wir noch in der Klinik am besten Hände desinfizieren mit einem entsprechenden Desinfektions, mit einer Substanz, die desinfiziert. Das ist der eine Übertragungsweg. Der andere Übertragungsweg ist direkt von Mensch zu Mensch. Also da wollte ich Sie gerade fragen, ja, wie ist das mit Küssen? Oder ja, so? Ja, natürlich, genau. Genau dasselbe. Das ist auch, ja, sich generell näher kommen. Ja. Ich meine, es reicht ja effektiv ja ein Tröpfchen. Ja. Es muss nur jemand Sie anhauchen. Und diese Viruserreger sind ja sehr aggressiv. Ich meine, innerhalb von 1 bis 2 Tagen kommt es eigentlich dann zur Infektion. Und es ist schwer, sich zu schützen, gerade öffentliche Verkehrsmittel. Wie wollen Sie es vermeiden? Ja, also man muss sich so nah, muss man sich jetzt gar nicht kommen. Gar nicht also kommen, es geht schon einfacher. Es muss nur jemand niesen und wenn man so sieht, wie das zerstäubt, es gibt ja da ganz interessante Animationen, dann kommt man dem eigentlich kaum aus. Also gerade so in großen Städten wie Tokio oder Hongkong laufen ja die Menschen, gerade so in der Zeit, wo Grippe ausbricht, laufen die also mit Mundschutz rum. Da ist natürlich schon was dahinter.
Wo kommt dieses Wort Grippe her? Mhm. So Grippe oder grippaler Infekt oder so, es ist, kann man gar nicht so richtig sagen, woher das kommt. Also Grippe eher sozusagen, dass man im Bett liegt, in der Grippe. Mhm. Daher kommt das vom Semantischen, dass man sich einfach ins Bett hineinlegen muss. Daher kommt das. Der medizinische Ausdruck ist natürlich die Influenza, also die richtig schwere Grippe. Jetzt gibt es natürlich gerade bei Influenza gibt es ja auch so ein Vorbeugungs-, also wenn man merkt, irgendwo sind Symptome, da gibt es Medikamente angeblich, die den Ausbruch nicht so dramatisch werden lassen. Das ist ein sehr, sehr umstrittenes Medikament. Das war also damals bei der Schweinegrippe, sage ich mal, das ist das Tamiflu, was Sie ansprechen. Da hatte das quasi Hochzeit, das Medikament. Die Wirkung ist sehr umstritten. Warum? Weil wir in der Medizin eigentlich gar keine vernünftigen Medikamente gegen Viren haben. Wir haben die sogenannten Antibiotika. Die Antibiotika wirken aber gegen Bakterien und gegen Viren haben wir ganz wenig. Das heißt also, wenn eine Viruserkrankung erst einmal ausgebrochen ist, gibt es für die allerwenigsten Viruserkrankungen eine sogenannte kausale Therapie. Es gibt dann lediglich nur noch symptomatische Therapien. Also Fieber senken, Flüssigkeitsverlust, viel trinken natürlich, auch viel warme Flüssigkeiten trinken. Und Ruhe, wie gesagt, die Ruhe. Und Ruhe, also deshalb, also wir sagen das ja immer, Ruhe eben deshalb, weil die Ruhe die Abwehrkräfte des Körpers steigert. Also früher ist sozusagen, also wenn man ganz alte wissenschaftliche Arbeiten, wenn man die sich anschaut, dann hieß es immer sozusagen die verlängerte Bettruhe. Also man hat Herzinfarkte mit Bettruhe behandelt, man hat die Lungenentzündung mit Bettruhe behandelt, in Ermangelung irgendeiner anderen symptomatischen Therapie. Aber Bettruhe deshalb, wie gesagt, weil das Immunsystem dadurch gesteigert werden kann. Dr. Marjanovic, nun sagen auch viele Kollegen und Sie vermutlich auch, dass man, sagen wir mal, so eine einmal im Jahr kann man ruhig mal so eine Infektion oder so eine Virenerkrankung haben, weil der Körper dann Temperatur macht und die Eigenkräfte stärkt. Wie sehen Sie das? Ich bin kein Immunologe, aber es ist natürlich schon so, dass der Körper sich auch immer wieder auseinandersetzen muss. Also es ist sicher, ich habe kürzlich eine Studie gelesen, da ging es um Tumoren und aus dem Magen-Darm-Bereich. Und da wurde festgestellt, dass die viele betroffen sind, die in ihrem Leben wenig Infektionskrankheiten hatten. Also das heißt, wo offensichtlich die körpereigene Abwehr nicht ausreichend oder nicht oft genug geboostert worden ist. Also es ist sicher, mal einen Schnupfen zu haben, denke ich, ist nichts Verkehrtes. Braucht der Körper auch, das gehört ja dazu. Dafür hat er auch seine eigene Abwehr. Ob man sich jetzt so eine schwere Grippe holen muss, ist eine andere Geschichte. Was mir nicht so ganz verständlich ist, warum dieses Jahr offensichtlich auch die Grippeimpfungen ja nicht wirklich gegriffen haben. Es war ein explosionsartiger Anstieg. Sind ja Mischungen, das musst du mir auch mal erklären. Also es wird ja jedes Jahr neu die Mixtur zusammengestellt, die in diesen Grippeimpfungen drin ist, nach Wahrscheinlichkeiten, welche Erreger sich ausbreiten werden. Und da lagen wir offensichtlich dieses Jahr nicht wirklich im Zentrum. Das ist so, dass man ja jedes Jahr, sage ich immer, das Thema neu diskutieren muss und man muss sich eigentlich jedes Jahr neu impfen. Und diese Impfung ist quasi eine Antizipation letztendlich, wie könnte das Virus, das im nächsten Jahr die Viruswelle oder die Grippewelle auslöst, wie könnte das aussehen und wie könnte das zusammengesetzt sein? Weltweit wird das betrachtet. Grippeviren ist auch nicht das Grippevirus, sondern es sind immer mehrere verschiedene Grippestämme und das Grippevirus oder so verändert sich von Jahr zu Jahr. Also die genetische Zusammensetzung des Grippevirus verändert sich. Das heißt also, hier wir in Deutschland haben die sogenannte STIKO, das ist die Ständige Impfkommission, die in Berlin sitzen, das ist ein Expertengremium, die überwachen das und die versuchen vorherzuschauen, wie könnte das Grippevirus der nächsten Saison aussehen und dann wird im Laufe des Jahres der Impfstoff hergestellt. Und manchmal funktioniert das gut, wie beispielsweise im letzten bzw. im vorletzten Jahr 2013, 2014 und in diesem Jahr hat es eben nicht so besonders gut funktioniert, sprich trotz geimpfter Menschen, also Patienten kann man noch gar nicht so richtig sagen,
ist dann die Grippe ausgebrochen. Und es ist dann letztendlich wie ein Schneeballeffekt. Die Impfung hat nicht richtig gegriffen. Das heißt also, das Virus ist in der Bevölkerung. Und dann werden natürlich wie ein Schneeballeffekt immer weitere Menschen infiziert und angesteckt. Und das war letztendlich die Ursache dieses explosionsartigen Grippeausbruchs. Jetzt haben Sie ja kürzlich im Münchner Merkur diese wunderbare Kolumne geschrieben zum Thema Impfen. Es ging da um Masern, ein Kleinkind ist gestorben. Ja. Jetzt weiß man natürlich auch, dass Grippe gerade bei älteren Menschen, ja, also ich sage jetzt mal 60 plus, dass das schon manchmal also ganz lebensgefährlich sein kann, wenn also diese Viren einfach zu stark überhand nehmen. Geben Sie doch mal für unsere Zuschauer so einen kleinen Tipp. Wann sollte man sich impfen lassen? Wann ist es? Kann man sich jetzt noch impfen lassen? Die Grippewelle ist immer noch da. Sie flacht zwar ein bisschen ab, aber viele Menschen schauen jetzt zu und denken, da sitzt jetzt eine Doktorin da, die kann uns da jetzt mal Tipps geben. Gerne. Ja? Also erst einmal sollte sich jeder impfen, der älter ist. Ob nun über 60 oder über 65, das kann man diskutieren. Also der ältere Mensch ist prinzipiell ein Mensch, der ein etwas abgeschwächteres Immunsystem hat. Aber auch jüngere Menschen sollen sich impfen lassen, und zwar die eine chronische Erkrankung haben. Eine chronische Erkrankung kann sein, zum Beispiel ein chronisches Asthma bronchiale. Ein Diabetes kann das sein. Eine chronische Herz-Kreislauf-Erkrankung oder eine chronische Nierenerkrankung, eine chronische Lebererkrankung. Alle die Menschen sollen sich impfen lassen, weil wenn so jemand eine Grippe bekommt, dann kann das genauso, wie Sie sagen, eine lebensgefährliche Erkrankung darstellen. Und dann wir eigentlich, weil wir die Risikogruppe sind. Also Risikogruppe in dem Sinne, viel Menschenkontakt haben, viel Hände schütteln, man wird angenießt oder so. Sie sind aber auch in der Risikogruppe, Sie haben auch viel mit Menschen zu tun. Das heißt also, da sollte man sich impfen lassen. Kann man sich jetzt noch impfen lassen? Ja und nein. Also im Prinzip ist der optimale Zeitpunkt, sich impfen zu lassen, bevor die Grippewelle ausbricht. Das heißt also, die optimalen Zeitpunkte sind immer Oktober, November, Dezember des vergangenen Jahres. Und dann kann man sich letztendlich noch im Januar impfen lassen. Jetzt gehen wir davon eigentlich aus, dass wir den Höhepunkt der Grippewelle schon überstanden haben. Jetzt eher nicht mehr. Aber dann vielleicht im nächsten Jahr. Und mit der Hoffnung, dass der Grippeimpfstoff dann im nächsten Jahr etwas besser passt. Und dann noch ein Wort dazu. Jetzt haben wir gesagt, wer soll sich impfen lassen, wer soll sich nicht impfen lassen. Also es gibt Menschen, die sind immungeschwächt. Das sind zum Beispiel Menschen, die eine Chemotherapie bekommen, die eine Bestrahlung bekommen und die von Hause aus ein schwaches Immunsystem haben. Die sollen sich nicht impfen lassen. Und Menschen, die natürlich eine Infektion haben. Also so wie mein lieber Kollege jetzt beispielsweise, der jetzt im Moment noch eine Infektion durchmacht. Der darf sich jetzt nicht impfen lassen oder so. Denn wenn wir ihn jetzt impfen würden, dann würde ich ihn ja mit einem Impfstoff impfen. Das sind abgeschwächte Viren, die aber dann im Prinzip noch mal so einen richtigen Boost geben und dann würde er stärker krank. Dr. Mario Hanovic, ein Hausarzt von mir hat in seinem Sprechzimmer hängen Erkältungskrankheiten mit Arzt 7 Tage, ohne Arzt 7 Tage. Ist da was dran, oder? Wann muss man zum Arzt? Wann sollte man es selber auskurieren? Also wenn man wirklich das Gefühl hat, man kriegt es nicht mehr selber in den Griff, wenn Auswurf dazukommt, also das heißt, wenn der Husten nicht abnimmt, man merkt einfach, es kommt eventuell, wie wir das nennen, eine Superinfektion dazu, dass sich bakteriell noch auf die Virusinfektion etwas draufsetzt. Das heißt, wenn der Schleim eitrig wird, wenn man das Herzrhythmusstörungen bekommt, also wenn man merkt einfach, das Herz stolpert, was also ja ein Zeichen auch sein, dass darauf wäre, schneller dann pocht. Ja, oder dass es einfach Aussetzer hat und auch, dass es pocht, wenn man das Fieber nicht in den Griff bekommt. Oder wenn man am Kopfkissen liegt und ganz das dann sollte man, das dann geht. Sollte man zum Arzt gehen und da würde ich schon sagen, da sollte man nicht zu lange warten, denn wir haben ja gehört, wie gefährlich das ist. Und bei den älteren Menschen muss man auch noch sagen, die Grippeimpfung gibt keinen vollkommenen Schutz, weil auch ältere Menschen von ihrem Immunsystem nicht mehr so gut dabei sind, dass die Impfung immer einen Schutz bietet. Und deswegen sollten sich ältere Menschen auf jeden Fall schützen, schauen, dass sie halt dann in der Zeit nicht
zu großen Menschenansammlungen gehen, dass sie öffentliche Verkehrsmittel meiden, damit sie sich nicht anstecken, denn das kann dann schon sehr lebensgefährlich sein. Und die meisten, die sind ältere Menschen, die dann wirklich auch durch eine Grippe zu Tode kommen können. Absolut. Das ist richtig, dass die älteren Menschen, wenn sie aktiv geimpft werden durch diese abgetöteten Lebendimpfstoffe, dass die nicht mehr die Immunantwort haben auf der einen Seite. Das heißt natürlich keinen hundertprozentigen Schutz haben, aber wenn die Grippe dann ausbricht, spekulieren wir natürlich und sagen, dann haben sie schon zumindest eine gewisse Immunantwort im Körper aufgebaut und die Grippe ist vielleicht dann, das ist die Hoffnung, die dahinter steckt, nicht ganz so heftig. Wie ist das, wenn man jetzt diesen Infekt überstanden hat? Ist dann der Körper irgendwie, der muss ja, also die Leukozyten müssen ja da, die Polizei im Körper, die müssen ja da ran, die sind ja da unterwegs. Da muss man sich ja auch wieder ein bisschen langsam wieder aufbauen. Also zum Beispiel glaube ich, dass während der Infektionsphase schlecht ist, in die Sauna zu gehen. Sollte man nicht tun, ja? Oder Sport, wie Sie es zuerst gesagt haben, sollte man auch nicht mehr. Aber wie baut man sich da wieder auf, sodass man eben merkt, jetzt bin ich wieder belastbar? Also natürlich nachts eben vielleicht auch ab und zu mal frische Luft in Schlafzimmer reinkommen lassen. Sauerstoff, also ist ja auch ein Naturheilmittel, ja, Sauerstoff. Ja. Die Rekonvaleszenz, also quasi die, bis der Körper sich wieder völlig erholt hat von einer Grippe, dauert ganz erstaunlich lange, muss man dazu sagen. Wie lange dauert das? Zwischen 4 und 6 Wochen. Also auch beim jungen, gesunden Menschen dauert es verhältnismäßig lange. Das heißt, also wie baut man sich auf? Also in der ersten Zeit, also wirklich absolute körperliche Schonung. Das heißt nicht zwangsläufig, dass man fest im Bett liegen muss, aber das heißt, wenn man aufsteht, dass man schwerere körperliche Aktivität, also sprich Ausdauer Sport wirklich absolut vermeiden sollte und nicht machen sollte. Nach 3 bis 4 Wochen kann man dann langsam wieder anfangen, etwas zu machen. Man kriegt auch selber ein ganz gutes Gefühl dafür, wenn man sieht, man steigt eine Etage Treppen und es geht wieder, dann kann man das langsam steigern und ich empfehle meinen Patienten dann 5 bis 10 Minuten wieder leichten körperlichen Ausdauersport machen, aber nach 3 bis 4 oder 5 Wochen erst und das dann ganz langsam zu steigern, nicht abrupt wieder in das Leben zurückgeben. Dr. Marjanovic, Sie haben das ernst gemeint, dass Sie jetzt übers Wochenende wirklich mal ins Bett gehen? Ich habe das ernst gemeint. Also die mich kennen, wissen, was das bedeutet, ja. Weil ich ja normalerweise sehr umtriebig bin. Ja. Aber das habe ich wirklich ernst gemeint. Also ich glaube, mein Körper braucht es. Er sagt es mir und jetzt muss ich mal auf ihn hören. Ich habe jetzt lang genug nicht auf ihn gehört und fühle mich nicht gut. Jetzt gibt es ja so Allerheilmittel, jetzt ist ein schweres Wort, wie zum Beispiel Aspirin. Ja, dass man sagt, ich nehme eine Aspirin, das ist schon irgendwie was Wohltuendes. Oder dann Tomaperin und wie die Medikamente alle heißen. Empfehlen Sie sowas ja, zur Unterstützung? Ja, durchaus. Also das Aspirin hat ja eine lange, tolle Geschichte. Und ja. Aspirin, ich meine, wir geben es in der Kardiologie mit einer ganz anderen Intention, aber das Aspirin ist ein sogenanntes entzündungshemmendes Medikament. Mhm. Und das Aspirin blockt im Körper Entzündungsstoffe ab. Das heißt also, das ist ein gutes Medikament nach wie vor. Ja, in jedem Falle. Tomapyrin ist ähnlich. Das Paracetamol ist auch ein gutes Medikament, was Schadstoffe, Entzündungsstoffe im Körper abblockiert, das Krankheitsgefühl mindert. Aber, muss man immer dazu sagen, kausal an der Erkrankung nichts macht. Also man fühlt sich besser und dann sollte man eben nicht den Fehler machen, zu sagen, ah, jetzt geht es mir wieder gut, jetzt gehe ich wieder, arbeite wieder und gebe wieder richtig Gas. Das darf man nicht machen. Viele wissen es vielleicht noch nicht, aber Sie haben ja wirklich so die breite Palette der Medizin. Sie waren in der Notfallmedizin tätig, Sie sind Kardiologin, Sie sind Internistin, Sie haben viele, viele tausende Patienten behandelt. Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt mit Grippesymptomen, dann hören Sie den wahrscheinlich auch ab, oder? Sie klopfen mal so ja, und hören mal rein. Ja. Wie wichtig ist das? Wie wichtig ja. ist das? Ja, also ich höre den Patienten ab, selbstverständlich. Einmal abhören die Lunge, um zu gucken, ob eine begleitende Bronchitis oder eine begleitende Lungenentzündung vorhanden ist, was ganz schwierig ist. Und die würde man dann ja sogar antibiotisch behandeln, weil es eine zusätzliche Infektion ist zum einen. Ich höre das Herz ab, gucke, ob Herzrhythmusstörungen vorhanden sind. Ich gehe aber dann immer noch einen Schritt weiter und schreibe ein EKG, um zu gucken, ob EKG-Veränderungen vorhanden sind. Und ich mache eine Ultraschalluntersuchung des Herzens, um zu gucken, ob Frühzeichen einer Herzmuskelentzündung vorhanden sind. Das könnten zum Beispiel Veränderungen, Vergrößerungen des Herzens sein, eingeschränkte Pumpfunktion des Herzens oder ein Erguss im Herzbeutel. Das Tückische
an der Herzmuskelentzündung, ist allerdings, wir sagen in der Kardiologie immer so schön dazu, es ist das Chamäleon der Kardiologie. Ja, das ist heute so und morgen so und es kann ganz viele verschiedene Symptome machen. Es ist schwer, die Herzmuskelentzündung zu diagnostizieren. Denn es kann eben auch symptomarm verlaufen und dann können schwere Herzrhythmusstörungen die Folge sein. Wenn wir heute den Verdacht einer Herzmuskelentzündung haben, aber zum Beispiel bei der Ultraschalluntersuchung nichts sehen, wäre heute der Goldstandard die sogenannte Kernspintomographie des Herzens, wo ich eben diese Veränderungen im Herzmuskel selber sehen kann. Und dann ist eben die Therapie absolute strenge Bettruhe. War eine ganz spannende Sendung. Wie schön das ist, dass man im Marjanovic Medizinzentrum, also so tolle Ärzte hat, sie haben quasi alles im Haus. Ja. Und vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Richards, dass Sie heute da waren. Und Herr Dr. Marjanovic, wir schicken Sie jetzt ins Bett. Ja. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Medizintalk. Bis dahin noch einen schönen Tag.